Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Ni no Kuni. Heute mal aus dem Menü, denn ich habe hier mal so ein paar Sachen gemacht. Ihr seht, ich habe hier gerade meine Gefährten mal ein bisschen gefüttert. Ihr könnt jetzt mal gucken, ich gehe mal kurz durch, dann seht ihr ja, welche Werte ich da erhöht habe, weil ich einfach der Meinung war, die sind alle ein bisschen sehr niedrig und außerdem hatten wir so viel zu essen, dass ich dachte, ach, ich kann das Zeug ja auch einfach mal verbrauchen. Also hier bei ihm habe ich Verteidigung und magische Verteidigung ein bisschen erhöht. Dann beim Glanzprotz habe ich die Verteidigung ein wenig erhöht, bei Dragonen die Verteidigung und den magischen Angriff. Dann bei Schimmerli habe ich die Genauigkeit und die Flinkheit mal ein bisschen erhöht. Was heißt ein bisschen sehr die Flinkheit, weil der war doch schon sehr langsam. Hier bei ihm habe ich gar nicht viel gemacht, weil der doch schon recht gut war. Außer die magische Verteidigung habe ich ein bisschen erhöht. Dann bei Babani habe ich die Genauigkeit und die Flinkheit auch erhöht, weil es alles recht niedrig war und ich auch nicht mehr wirklich viel anderes zum Füttern hatte. Hier bei den unteren hatte ich dann halt nicht mehr so viele Auswahlmöglichkeiten, weil ich die guten Sachen schon denen oben gefüttert habe. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel hier bei ihm magischen Angriff und magische Verteidigung ein wenig erhöht. Bei Struppi die Verteidigung und die magische Verteidigung. Und bei Fauli die Genauigkeit und auch die Flinkheit, weil teilweise waren die Vertrauten doch recht langsam unterwegs und haben immer nicht getroffen. Deswegen dachte ich, ist das eigentlich eine gute Sache, wenn ich da mal ein bisschen an der Genauigkeit und der Flinkheit arbeite. So, und Schimmerli, die können wir aufwerten bzw. upgraden. Da will ich jetzt nur noch mal ganz kurz reingucken. Wegen den Tricks. Achso, ja, da kann ich euch... Oh, das wollte ich gar nicht. Da konnte ich euch auch noch gerade was zeigen. Und zwar habe ich, ich glaube, zwei Gefährten mal einen neuen Trick beigebracht. Nämlich hier dem Glanzprotz die Flammenwand. Und Fauli habe ich den Giftkniff beigebracht. Und habe prinzipiell mal so hier nach den ganzen Sachen geguckt. Zum Beispiel hier bei Griffel habe ich den Zapfenstreich ausgerüstet. Ansonsten habe ich, glaube ich, nicht viel verändert. Ich kann mal kurz gucken. Hier bei ihm habe ich Tornado noch mit ausgerüstet und hier halt den Giftkniff. Ja, ansonsten war halt nicht viel. So, warte, hier wollte ich gerade mal gucken. Lernt er jetzt noch irgendwas? Gegenwind mit 35. Ich glaube, da warte ich nochmal das eine Level ab, weil ich würde das doch gerne haben. Ich würde bei ihm hier gerne auf Sturmschaden gehen. Das heißt, ich hätte den Gegenwind schon gerne mit dabei. Da warten wir jetzt einfach noch, bis der Level up hat. Das ist ja nicht mehr so weit. Und dann machen wir den, die Evolution, genau. Okay, ja, dann habt ihr mal gesehen, was ich jetzt gemacht habe. Ach so, und ich habe mir hier, mein Gott, bei dem Eulending habe ich mir mal ein bisschen Proviant gekauft. Nämlich 20 Sandwiches und 20 Cheeseburger und dann nochmal 9 mal Kaffee. Einfach, damit wir ein bisschen Proviant wieder dabei haben. So, jetzt gehen wir fix noch ins Katzenkörbchen. Und dann sind wir hier in Schweinfurt auch erstmal fertig und können weitermachen. Mit der nächsten Mission. Ich will gleich nochmal gucken, ob wir jetzt noch irgendwas offen haben, was wir noch eben erledigen können. Ach ja, genau, die Qualmhöhe war noch. Da wollten wir noch hin, genau. Und dann können wir uns eigentlich mal in den Tempel der Prüfungen begeben und mal gucken, ob wir da schon irgendwas reißen können. Da habe ich irgendwie Bock drauf. So, einmal abspeichern. Ich habe meine Gefährten ausgerüstet, aber das haben wir ja, glaube ich, beim letzten Mal schon zusammen gemacht, bin ich der Meinung. Ja, stimmt. Das hatten wir beim letzten Mal schon zusammen gemacht. Ja, abspeichern können wir eigentlich auch mal wieder. Ja, so. Gut. Okay. Gut, gucken wir einmal fix ins Questbuch, was da noch offen ist. Genau, dafür brauchten wir Mut. Und hier weiß ich nicht, wo ich hin muss. Wer mir da sagen kann, wo ich mich da genau hingeben muss, wäre ganz lieb, wenn ihr mir da einen Tipp geben könntet. Ich erinnere mich einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich da hin muss. Ich habe alle Wälder abgesucht. Ich finde es einfach nicht. So, dann haben wir noch hier südlich des Verstecks der Himmelspiraten. Da müssen wir ja sowieso irgendwann hin. Und eben in der Qualmhöhe ist noch ein Gegner und da gehen wir jetzt mal hin. Da. Und erledigen den gerade noch. Abgeben können wir den dann irgendwann mal. Am Fuße der Qualmhöhe. Wartet mal, ist das dann jetzt hier?
Nee, draußen. Huch. Irgendwo hier draußen. Wunder, da. Ja, abgeben können wir das dann irgendwann, wenn wir mal wieder in der Stadt sind. Würde ich jetzt nicht unbedingt so die Priorität drauflegen. Ja. Gut. Den Feueroger angreifen, aber sicher doch. Ich glaube, da ist es vielleicht am besten. Ich wechsle direkt mal auf die Esther. Und auf den hier, weil der macht nämlich Wasserschaden. Und Wasserschaden ist, glaube ich, gegen Feuer gar nicht so schlecht. Ja, Schneesturm ist jetzt nicht unbedingt das Beste, aber... Also nicht unbedingt das Cleverste, weil es ist halt eigentlich ein Angriff gegen viele Gegner. Aber ist ja egal, ne? So. Zack, 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 zack. Sieht doch ganz gut aus hier. Braucht natürlich auch eine Menge... Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Eine Menge Mana, aber egal. Wir können ja gleich nochmal reinlaufen und abspeichern da an dem Stein. So, machen wir mal einen normalen Angriff. Wunderbar, ich glaube, wir haben es gleich. Jetzt machen wir mal Feldsturz. Macht das viel Schaden? Nee, geht. So, greifst du nochmal ein bisschen normal an. Und da haben wir es schon. Sehr schön. Ja, ich will gucken, dass ich so ein bisschen so von allem, was im Kader habe, sage ich mal. Und im Moment haben wir doch relativ viel Feuerschaden bei uns. Das heißt, uns fehlt so ein bisschen, ja, Sturmschaden, Giftschaden. Wasserschaden haben wir ja mit dem Griffel, mit dem Greifen. Ja, ist es halt so das Problem, dass wir momentan noch nicht so von allem was dabei haben, was ein bisschen blöd ist. Aber kriegen wir schon mit der Zeit hin, sage ich mal. So, gehen wir nochmal ganz kurz da rein, abspeichern. Ja, können wir auch machen, abspeichern, aber ich meinte eigentlich, kurz mal uns wieder aufladen. Und dann müssen wir zum Boot. Nee, gar nicht. Wir wollten ja... Achso, hätten wir jetzt auch... Ja gut, hätten wir auch im Tempel der Prüfung machen können. Ja, speicher ruhig nochmal hier auf dem gleichen Speicherplatz. So, gut, Freunde, dann zum Tempel der Prüfung, wollte ich eigentlich sagen, aber das kann ich hier nicht machen. Da muss ich jetzt wieder da rauslaufen. Jetzt geht's. Denn da hatte uns ja jemand erzählt, dass wir da die solomonischen Prüfungen machen können, oder wie hieß es gleich wieder? Irgendwie sowas in der Art, ne? Schauen wir mal, was es damit denn auf sich hat. So. Na, was denn hier los? Hier hat einer eine Quest. Das ist der... Ach, hier sind ganz viele Leute, die Prüfungen machen wollen, offensichtlich. Wartet mal, ich gehe nochmal ganz fix hier an den Stein. Nur um den einen Mana-Punkt wieder aufzuladen. Ja, abspeichern brauchst du jetzt nicht nochmal. So, mein Lieber, was hast du denn hier? Willkommen zurück, ihr alle. Und was meint ihr? Hier geht zurzeit richtig die Post ab, was? Ich trage nämlich den unglaublichsten Wettbewerb im Universum aus, die Salomonischen Spiele. Vertrauenshüter aus der ganzen Welt kommen, um ihre besten Tierchen gegeneinander antreten zu lassen. Es ist die angesagteste Show auf den vier Kontinenten. Sprecht mit Umbopa, wenn ihr euch über all die langweiligen Details informieren wollt. Ich hoffe, ihr Schwächlinge blamiert euch nicht zu sehr. So, sprechen wir mal mit Umbopa. Du bist gekommen. Umbopa hat gewartet. Umbopa wartet nicht gern. Aber jetzt ist es Zeit. Es ist Zeit für die Salomonischen Spiele. Hier treten nur die stärksten Vertrauten an. Die Regeln sind einfach. Umbopa wird sie erklären. Kämpfe gegen Vertraute. Wenn du gewinnst, kämpfst du weiter. Und dann kämpfst du noch weiter. Verstanden? Bei den Salomonischen Spielen gibt es 6 Ränge. Rang E, Rang D, Rang C, Rang B, Rang A, Rang S. 6. Verstanden? Gut. Wer einen Rang gewinnt, erhält Preise und Gulden. Hast du gehört, was der Riesenkerl gesagt hat? Gulden, Preise. Ist sonst noch jemand ganz aufgeregt? Das klingt wirklich aufregend, ja. Aber vergiss nicht, du kannst keine Gegenstände benutzen bei den Salomonischen Spielen. Und jetzt ist es Zeit, die Spiele zu beginnen. Geben wir unser Bestes. Okay, wir können jetzt also hier quasi... Ich weiß gar nicht, ob wir es schaffen bis Rang S. Wir gucken mal. Wir fangen mal einfach an und schauen mal, wie weit wir kommen. Wenn du verletzt bist, wird Umbopa dich heilen. Kämpfe so gut du kannst. Okay.
Ich glaube, man kann aber auch zwischendrin Pause machen. Also man muss nicht alles auf einmal machen. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Bin mal gespannt. Runde 1, die Katzbuckler-Spatzen. Wie es aussieht, sind wir eure ersten Gegner. Unterschätzt uns nicht, nur weil wir klein sind. Okay. Okay. Ich würde mal den hier nehmen und eine Flammenwand raushauen. Usch. Gut, das hat dem jetzt natürlich nicht geschadet. Pum, 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 pum. Oh, verdammt. Autsch, 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 autsch. Ich wollte eigentlich den Pömpel da hinten haben. Lass mich in Ruhe. Okay. Ja, der kriegt immer noch ganz schön auf die Mütze. Ich nehme mal dich. So, geschafft. Jetzt noch den Blüterich. Der ist nicht so schwer, glaube ich. Okay. Erste Runde. Haben wir geschafft. Nicht schlecht als recht, aber immerhin. Du hast gewonnen. Wunderbar. Ganz so ernst hättet ihr es auch nicht zu nehmen brauchen. Wir sind schließlich noch klein. Ach, jetzt seid auf einmal schließlich noch klein. Barbaren-Barbara, als nächstes werdet ihr gegen uns antreten. Barbaren-Barbara. Da muss ich an die Rhabarber-Barbara denken. Wir sind die Barbarenhändler von Alcoweit. Wir kämpfen, damit sich die Welt an barbarigen Wonnen erfreuen kann. Okay. Die Barbaren-Barbara. Die Barbarenbande. Süß. Ja. Aua. Oh mein Gott. Hallo? Entschuldigung. Wie frech. Wie frech, Esther? Okay. Ja, der Krippel ist doch schon unser stärkster Mitkämpfer hier. Verdammt, jetzt ist der Oliver einfach umgefallen. Da war ich nicht schnell genug mit meiner Heilung. Verdammt. Gewonnen. Ja. Wie viele Kämpfe muss man denn hier machen pro Rang? Eine wunderbare Leistung. Werdet ihr vielleicht an ein paar Werbeauftritten für meinen Barbarenstand interessiert? Nee, eigentlich nicht so. Herr Guldenberg. Ah, wir sind scheinbar eure nächsten Gegner. Es versteht sich von selbst, dass uns das gebotene Preisgeld wenig kümmert. Ach, guck mal einer an. Wer ist denn das? Die Guldenbergs. Aber sollten wir gewinnen, werden wir es dennoch akzeptieren. Schließlich haben wir unser Vermögen nicht mit falscher Bescheidenheit angehäuft. Seine Frau und seinen Sohn hat er dabei. Der Herr Tagebuch. Also, es ist wahrscheinlich nicht der, aber er sieht halt genauso aus, ne? So, wartet mal, ich muss mal meinen Oliver eben fix ein bisschen heilen hier. Meine Güte! Das ist aber auch unfair, dass er immer direkt auf mich geht. Sowas Blödes. Okay, wartet mal. Das kriegen wir auch alleine hin. Komm, Angriff. So. Okay. Machst du erstmal den da, genau. Esther reißt hier einfach raus. Als nächstes muss ich erstmal die beiden Jungs wieder aufheilen hier. Unverschämt. Ich glaube, das nächste Mal gehe ich einfach direkt auf Esther. Ja, easy, Esther. Genau, easy. Die Mädels müssen es hier wieder rausreißen, ne? Gewonnen. Abgeschlossen. Oh, Gott sei Dank. Ach, so einfach. Wollen wir noch einen probieren? Ich weiß nicht. Ich probiere es einfach. Beeindruckend. Wieso kommt ihr nicht und arbeitet für mich als meine Leibwächter? Ich verdopple, nein, ich verdreifache euer aktuelles Gehalt. Weiß nicht. So gut sind wir, glaube ich, nicht. Du hast Rang E gemeistert. Gut gemacht. Hier ist dein Preis. Ein Drachenhauer und 2000 Gulden. Viel Glück für den nächsten Rang. Gehen wir erstmal kurz speichern.
Einmal abspeichern, bitte. Jo. Ich mach das jetzt hier immer auf dem Schöpfeicherstand gerade mal. Okay, was ist denn der Drachenhauer? Wer kann das tragen? Du? Nee. Ah. Hm. 145. Ist wieder so viel, ne? Nee, das ist mir nicht recht. Du kannst den anlegen. Und dafür kommt bei dir der rein. Genau, das Gifthorn. So. Ah, ihr seht's übrigens. Ich kann es euch kurz mal zeigen. Ich habe hier mal so ein paar Sachen getauscht. Bei ihm habe ich die scharfen Zähne reingetan und dafür hat er hier die Bestienfänge bekommen, die vorher der hier hatte. Damit ich das nicht verkaufen musste. Ja, probieren wir noch einen Rang? Ich probiere noch einen. Komm, einen probieren wir noch. Du willst an den Salomonischen Spielen teilnehmen? Rang D ist jetzt verfügbar. Also so können wir uns halt hier von Rang zu Rang arbeiten. Ich denke mal, einen versuchen wir noch. Aber ich glaube, dann wird es doch ein bisschen zu schwer. Mal schauen. Wenn du verletzt bist, wird Umbuba dich heilen. Kämpfe so gut du kannst. Okay. Wir dürfen halt keine Items benutzen. Das heißt, ich darf kein Proviant nehmen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber wir haben ja die gute Esther dabei. Die reißt das Ding schon durch, ne? Ist halt gut, dass der Greif doch so viel aushält. Runde 1, das Tatzentrio. Erlaubt uns, euch zu zeigen, wozu das Katzenvolk in der Lage ist. Seid mir auf der Hut. Okay. Das Tatzentrio. Katzen haben die hier dabei. Katzen kämpfen mit Katzen, okay. Ne, wisst ihr was? Ich werde direkt auf Esther wechseln. Er direkt den Schnitter raus, genau. Auch gut. Ja. Dass man da dann nicht zwischendurch nochmal wechseln kann, das finde ich auch ein bisschen dumm. Ich kriege schon wieder ganz schön auf die Mütze. Hm. Geh mal auf Oliver. Jetzt macht sie direkt den Schneesturm. Unglaublich. Ich sollte... Wascht. Ich wollte mich mal kurz ein bisschen hochheilen. So. Ja, hau drauf. So. Ja, sieht doch nach Runde 1 schon gar nicht so schlecht aus bis jetzt. We did it. Gewonnen. Gucken, ob das auch wieder 3 Runden sind. Mal sehen. Katzarina. Miau, Weia, ihr seid ziemlich gut. Mhm, wer kommt jetzt? Weida Körbner. Wie es scheint, sind wir eure nächsten Gegner. Weida Körbner, die Laguna Ladies. Wenn ihr unsere Klamotten seht, bekommt ihr sicher Lust, an den Strand zu gehen, was? Tja, besiegt uns und wir nehmen euch vielleicht mit. Ich will gar nicht mit dir an den Strand. Okay, die haben Wassermonster. Da könnte ich mit Schockschaden mal probieren. Also Tornado vielleicht. Oder einfach mit Oliver. Meine Güte, kriegen die viel Schaden. Das ist ja der Hammer. Heil dich mal. Ist ja heftig. Wie viel Schaden machen die denn? Das ist ja krass. Ah, die Kugel hat er jetzt aufgesammelt. Okay, noch einmal. Uiuiui. Nee, lass mich mal zufrieden. So. Das ist echt krass, wie viel Nee. Das gibt's doch nicht. Sven ist schon wieder tot. Oliver hat ein Haupt... Warum krieg ich denn immer so viel Schaden? Ich verstehe es nicht. Ich muss es echt mit Esther machen, ne? Guckt euch das mal an. Das ist so heftig. Die machen richtig viel Schaden. Und Esther heilt irgendwie nicht. Die hat gar keinen Bock irgendwie. Keine Ahnung.
Ja, kämpfen ist bei ihr halt eigentlich wirklich besser, aber eigentlich habe ich sie auf Heilen eingestellt und die heilt halt einfach nicht. Ich schätze, ihr wollt, dass wir euch jetzt mit an den Strand nehmen, ja? Nun, vielleicht, wenn ihr ein bisschen älter seid. Pfiff. Tschüss. Ricky Löwenherz, lang nicht gesehen, Oliver. Du trittst als nächstes gegen mich an. Ach, guck mal. Der Kleine von vor der Katalysation. Achso, die Stimme ganz falsch gemacht. Habt ihr schon meinen neuen Freund getroffen? Ich habe ihn beim Spielen am Meer gefunden. Pass auf, er ist wirklich stark. Bin ja gespannt. Ein Bossgegner. Oh, Ricky Löwenherz und eine riesige, fette Schildkröte. Geh mal direkt auf Oliver. Und versuch mich wieder hochzuheilen. Und Sven wäre eigentlich auch nicht so... Ja, schon vorbei. Nicht so schlecht, wollte ich gerade sagen. So. So, Moment. Nochmal auf Oliver. So. Ja, die Esther macht das schon nicht schlecht, muss man sagen, ne? Ich denke, er hat Elektroschaden, also Sturmschaden ist ja für gegen Wassergegner doch nicht so schlecht, oder? Oder vielleicht doch Feuer? Soll ich mal mit Feuer probieren? Nee, ist auch nicht so gut. Ah, das ist aber nett von dir. Hm. 70 Schaden reingeballert. Oh Gott, das bringt ja gar nichts. Willst du nicht mal deinen Dings rausholen, deinen Gefährten wieder? Okay. Ja. Das war doch gut. Oh no. Shit. Okay, Esther, wir müssen es hinkriegen irgendwie. Gegen die Schildkröte macht er auch nicht viel Schaden hier. Jetzt hat er es, glaube ich. Die goldene Kugel brauchen wir gar nicht mehr, aber wir haben es hingekriegt. Nee, ich glaube, den nächsten Rang lasse ich dann mal lieber aus. Das ist noch zu schwer hier für uns. Rang D, aber immerhin zwei Ränge haben wir hingekriegt. Das ist doch gut. Das ist doch besser als gar nichts, oder was sagt ihr dazu? Oh, mit Vertrauten umzugehen ist schwerer, als ich dachte. Bei dir sieht es so einfach aus, Oliver. Tja, nee, ist nicht so einfach. Da hat er recht. Ich stelle mich da auch teilweise noch sehr doof an. Du hast Rang D gemeistert. Das ist gut. Hier ist dein Preis. Ein Heißblutabzeichen und 5000 Gulden. Viel Glück für den nächsten Rang. Ja, den machen wir jetzt nicht mehr. Was ist denn ein Heißblutabzeichen? Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Wartet mal, macht ein bisschen Verteidigung weniger, aber nur 2 Punkte. Und dafür erhöht es aber Angriff und magischen Angriff. Ich würde sagen, das legen wir mal an. Wer trägt denn hier noch Abzeichen? Der hier. Ja. Und dir vielleicht noch was anderes geben? Wirft Schaden auf den Angreifer zurück. Ist eigentlich schon besser, ne? Plus 2 Verteidigung anstelle von Resistenz und plus 3 magische Verteidigung. Ich tu mal das rein. Ja, okay. Gut, soll mir erstmal reichen. Wie gesagt, den nächsten Rang werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Also ja, mit Esther, denke ich, könnte man das schon packen.
Aber ich will mich jetzt da auch nicht mit Esther durch, also quasi alleine mit Esther durchsterben, sozusagen. Das ist ja dann auch Blödsinn. So, ich könnte hier mit allen Leuten reden, da habe ich aber gerade keinen Bock drauf. Deswegen gehen wir jetzt mal wieder zurück nach, jetzt muss ich überlegen, Laguna? Ja, nee, wartet, ich muss mal ganz kurz in mein Buch reingucken, auf die Karte. Also wir müssen, ich glaube, wir müssen dahin, wo diese Flagge ist. Na gut, da kommen wir nur vom Wasser aus hin. Achso, wartet mal, ich könnte ja mal hier kurz gucken, wegen der Kenterküste. Wo denn da ein Wald ist? Doch, da oben drauf. Seht ihr das? Das bedeutet doch, dass da ein Waldeingang ist, oder? Bin ich ganz doof jetzt. Moment. Lass mich nochmal kurz hier oben gucken. Goldhain. Nee, nicht wirklich. Oder doch? Oh, ich habe keine Ahnung. Wisst ihr, dieses Symbol da, das meine ich. Das bedeutet doch, da ist ein Wald. Das heißt, da wo ich vorhin war, oder wo ich, also für mich vorhin, für euch bei der vorletzten Folge, da oben. Huch. Da oben auf diesem Podest. Da bin ich doch gewesen bei dem Wald. Da konnte ich doch aber nicht rein. Ich probiere das jetzt nochmal. Leute, ich muss das jetzt wissen. Das macht mich sonst wahnsinnig. Also, nach Laguna und dann gucken wir nochmal. Wie gesagt, es macht mich sonst irre, wenn ich das nicht hinkriege. Da muss ich jetzt nur mal grad eben fix gucken, wo ich da am besten lande. Moment, muss erst aufs Boot. Und mal darüber fahren. Ich will das jetzt hinkriegen. So. Mama. Da oben drauf, in den großen Wald, muss man also rein können. Muss das doch aber auch gehen. Wir sind doch da aber gewesen, da drüben. Habe ich das nicht ordentlich genug mir angeguckt? Wir schauen mal. So, jetzt wieder hinkriegen, ohne angegriffen zu werden. Trete ich mal weg. Genau, danke. Okay. Muss nur da hochkommen. Ohne dass uns viel angreift. Die sind ja doch noch relativ stark hier, die Gegner. Ah, das hat gut geklappt. Sehr schön. Also der da müsste es ja dann sein. Da müssen wir dann den Gegner wahrscheinlich auf jeden Fall besiegen. Guck mal. Kriege ich das hin? Doch! Ja, ich bin doch da aber reingelaufen. Warum? Merkwürdig. Keine Ahnung. Egal, wir haben es gefunden, Freunde. Sehr schön. Ist die violett oder ist die blau, die Kiste? Eine Fleischpastete? Ich guck mal gerade. Nee, das ist eine violette Kiste. Gibt es ja auch noch eine grüne irgendwo? Gerade sehe ich keine. Nee, nochmal hier gucken. Nö. Nee. Okay, du hast eine Quest. Wir schützen unseren Wald. Bleibt sicher und friedlich. Absolut, Mann. Es ist bekannt, dass Monster sich von den Waldleuten fernhalten. Ich würde sagen, dass das die echten Waldhüter sind. Oh ja, da hast du recht. Aber warum haben die Monster Angst vor ihnen? Wir haben mächtige Waffe. Heißt königlicher Speer. Wow, das klingt ziemlich gut. Wir benutzen Kessel, machen Waffe. Willst du auch königlichen Speer machen? Hä? Können sie uns zeigen, wie das geht? Schick, das ist eine tolle Gelegenheit, deine Alchemie zu üben, Olli. Fragen wir ihn nach ein paar Tipps. Oh, nice. Gut, ich sag dir Zutaten, ganz geheim. Schöner Ball, farbiges Glas, 2. Schwarzes Metall, kein Rost, 2. Schwarzer Stein, glänzt, hart, 2. Das ist schon ein bisschen ungenau, oder? Klingt wie eine Art Rätsel, oder? Alles klar, probieren wir es aus. Komm schon, Tröpfchen, suchen wir ein paar Materialien. Was hat er jetzt gesagt? Einen königlichen Speer sollen wir herstellen. Schöner Ball, farbiges Glas, 2-mal. Ein schwarzes Metall, was nicht rostet, auch 2-mal. Und ein schwarzer Stein, also alles 2-mal. Ein schöner farbiger Glasball, ein rostfreies schwarzes Metall und ein glänzender harter schwarzer Stein. Okay, lass mich mal gucken.
Also, nee, nicht nach Rezept, so. Gesundheit. Das extrem harte Glas scheint dunkel zu verbreiten. Man kann Klingen von tödlicher Schärfe daraus fertigen. Zahnrad. Rohstahl, der nicht rosten soll. Also das brauchen wir zweimal. Das hier wahrscheinlich. Und was Rundes. Was bunt ist. Ein bunter Glasstein. Habe ich denn die Formel dafür nicht? Knilchknarre. Oh. Ist die für den Axt des Uhrmachers? Ist die für den Sven hier? Alchemisieren. Ich will die mal herstellen. Gucken, ob der Sven die tragen kann. Tada! Eine Knilchknarre. Schuppenschild, solide. Wartet mal. Was war es, was ich jetzt herstellen soll? Ein königlicher Speer. Schöner Ball, farbiges Glas. Schwarzes Metall, kein Rost. Das haben wir gefunden. Schwarzer Stein, glänzt und hart. Ja, den haben wir auch gefunden, denke ich. Zeit ist schon wieder um. Wir gucken trotzdem noch mal kurz hier rein. Bei Alchemie. Königlicher Dolch. Königlicher Speer, da. Rohstahl, Schattenstein, Jadeperlen. Jadeperlen, haben wir sowas schon? Sekunde. Nee, ne? Da muss ich mal gucken, wo ich die herbekomme. Weil den Rest haben wir. Schattenstein, Rohstahl, haben wir alles da. Aber Jadeperlen fehlen uns. Da muss ich mal gucken, wo ich die kriege. Bin ich raus bis zum nächsten Mal. Braucht ihr mir also gar nicht sagen. Ja, ansonsten, meine Lieben, hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei, hier bei Ni no Kuni. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Bis dahin ist tatsächlich für ihn. Macht es gut und tschüss.